Wenn es funktioniert. Doch, es funktioniert. Hallo und willkommen zurück bei Scum oder den Baumstämme-Trag-Simulator 5000. Wir sind hier und ich habe leider nicht die Möglichkeit, so eine schicke Wand zu bauen wie ihr. Also du müsstest die Wand bauen. Ich? Ja, du. Ich habe die Wand nicht gebaut. Ja, die Wand kann ich auch nicht bauen, die Alea hat. Das war dann dieser Frauenclan. Das ist das ist ganz gefährlich. Ja, aber meinst du, wie gefährlich das gerade für meine Figur ist, dass ich die ganze Zeit laufen muss, um die Baumstämme zu holen? Hey, ich sag es dir. Boah. Da bin ich wahrscheinlich jetzt am Ende dieser Aufnahmesession bin ich wahrscheinlich rabenschlank, um nicht zu sagen, wahrscheinlich drahtig. Wahrscheinlich bist du einfach mit deinem Kalorienhaushalt wieder in Ordnung. Ja, das stimmt wohl. Nee, aber das ist tatsächlich wahr. Das war, ich glaube, weiß nicht, ob Klaus sich da noch erinnert. Da war irgendwann, hatte ich dann auf einmal so viele Kalorien. Zwischen zwei Aufnahmesessions. Oh, das war ein ernüchterner Airdrop, ey. Und genau die habe ich halt immer noch, weil ich ja immer noch mit dem gleichen Charakter spiele. Aber ich wollte ja einen neuen Charakter machen. Aber ich habe es jetzt heute nicht gemacht, weil die schwarze Witwe so schön gesagt hat, dass es ja ganz vorteilhaft wäre, wenn ich jetzt keinen neuen mache, weil ich ja jetzt bessere Kondition hätte. Deswegen mache ich es dann eben erst beim nächsten Mal. Das kann schneller gehen, als wie du denkst, ne? Der weißt du ja, ne? Was kann schneller gehen, als du denkst? Der neue Charakter. Ja, weiß ich. Ja, ja. Ich finde das auch gut. Ich glaube, das war früher nicht drin, dass du am Anfang halt auch wählen konntest, möchtest du mit dem gleichen Charakter starten oder mit einem neuen? Der Klaus meint was anderes, aber ist nicht so schlimm. Ich glaube, der Klaus meint eher den Vibe, oder? Ja. Genau. Den was? Guten Morgen. Vibe. Den Vibe. Was? Ach einmal so. Ein Vibe. Einmal mit Profis. Wir stehen kurz vor einem Vibe in diesem Spiel. Ja, aber wer weiß, was da passiert. Es wird alles gelöscht. Ja. Das steht jetzt schon fest. Ja. Deswegen baut ihr hier auch nicht weiter. Wir sind fertig. Und das wird bei Tarkov, ne? Gibt es diesen Vibe übrigens ungefähr alle 4 Monate. Und ich habe jetzt 3 Wochen durchgesuchtet, ja, ein relativ okayes Level zu erreichen, damit ich auch ein bisschen was reißen kann. Und das warum ist baust du die Mauer das nicht ist nächsten Alea? Monat wieder weg. Das ist sehr ärgerlich. Alea? Aber ja. Man muss auch positiv denken, weil das ist ja... Also, ich kann die Mauer nicht bauen. Die Waffen sind auch vom Rückstoß her sehr realistisch. Mit vernünftigen Griffen oder also du kannst die Waffen halt so gut modifizieren, dass du mit vernünftigen Griffen und so weiter und so fort den Rückstoß echt runterholen kannst. Jetzt haben wir die Spekulationen, was in dem nächsten Challenge drin sein soll. Das weiß man noch nicht. Da wird ein großes Geheimnis draus gemacht. Wahrscheinlich wird aber mit drin sein, dass man zum Beispiel einen Plattfuß am Auto hat. Ja, ich denke, die werden, weil es gibt ja schon Teile für die Autos, sehe ich genauso. Ja. Die sind ja schon drin, also die sind ja kurz nachdem die Tanksäulen da reingekommen sind, oder gleichzeitig mit den Tanksäulen, glaube ich, war es, sind ja auch dann so Sachen wie Ölfilter aufgetaucht und so, ne? Nee, die sind schon drin, so lange wie ich denken kann. Echt? Die sind schon lange drin? Und Bremsflüssigkeit? Auch. Echt? Habe ich aber nie gehabt. Das, die was haben... allerdings da ist, nur noch nicht zu finden, aber man das als Admin spawnen kann, sind Wagenheber. Ah, okay. Ja, aber das wäre ja auch ein Indiz dafür dann quasi, ne? Ja. Aber dann bräuchte man ja auch Ersatzreifen oder so. Obwohl, man hat ja Gummi. Aber man findet auch schon, man findet auch schon Reifen auf der Map, aber man kann sie noch nicht mitnehmen. Die führen 100% das Vulkanisieren ein. Oder so. Das wäre auf jeden Fall meinem Chef sehr recht, weil der kauft nämlich keine neuen Reifen, der vulkanisiert unsere Reifen einfach so lange, bis es ein neues Stück Gummi ist. Vollgummireifen, ne? Naja, das ist ganz wild, was der macht. In dem aktuellen Video, was jetzt von den Entwicklern rausgekommen ist, sieht man allerdings,
dass da zwei Leute oder zwei Leute im Auto stehen und einer versucht, den Reifen zu wechseln. Also, dass es also einen Ersatzreifen dann nur geben soll. Ronny, ich gehe noch schnell tanken, weil der Tank ist nämlich relativ leer. Ja, ja, mach mal. Wo soll die Wand denn hin, Papa? Die soll an der Ecke, wo deine aufhört, quasi. Warte, ich zeig's dir gleich. Ich nehme ja nur ein Stöckchen in der Hand. Wenn ich hier schon eine Fahne gesetzt habe, dann können wir ja auch die Eurobase an meiner Fahne reparieren, oder? Wenn der Kreis da. Okay, da muss alle eine eigene Fahne platzieren. Nee, ich glaube, geht der nicht bis da? Ich hätte jetzt gesagt, der ist so groß. Mm-mm. Das heißt, ich bin aber in deiner Fahne drin. Du bist in meiner Fahne drin. Ich riech's nämlich auch. Kannst du deine Fahne nicht noch so weit versetzen? Also meine Fahne ist schon fertig gebaut. Ja, dann machst du eben eine neue. Nee. So, guck, von hier, Alea, da hoch. Hat die Pech gehabt, wenn die so weit von mir wegbaut. So, bis ungefähr, ja, sagen wir mal, bis hier. Weißt du, wie viel Metall man dafür braucht? Ich brauche keine Metalldings da. Ich brauche nur die Medium, die der Kai auch hat. Da weißt du, wie viele Metallstämme du dafür brauchst? Dafür brauchst du Bolzen. Braucht man für die Medium Bolzen? Ich meine, man braucht nur Holzstämme. Ja. Man braucht Bolzen. Also weißt du, wie viele Bolzen du dann sammeln musst? Such dir lieber eine kleinere aus. Nee. Meinst du, wo deine ganzen Bolzen hin sind? Ja, und das waren viele zugegebenermaßen. Für die ganz großen und Metall. Bolzen oder Nägel. Ich bringe dir auf jeden Fall welche mit. However, ich will es so bauen und damit hat es sich! Man muss ja schließlich sich Ziele setzen. Groß. Ich mache jetzt nicht so eine billige Palisadenmauer hier mit Ästen. Ja, also bitteschön. Ihr habt alle so eine Stylische und ich soll mich jetzt damit zufrieden geben. Nee, da werde ich jetzt also wirklich zur Memme. Und zum Mädchen. Und fang an, nicht ganz so groß machen. Du musst, weißt dann schon, dass die eine Wand dann nicht mehr bei Kai in der Fahne drin ist, wenn du die an meiner dran baust. Ist mir egal, dafür ist er dann hier, in deiner Fahne Boxen drin. Auf Bowls. Ich habe gerade im Müll zwei Boxen auf Bowls gefunden. Ja, also. Siehste, Kai ist schon voll dabei. Ich zähle auf dich, Kai. Schachtel mit Sicherheitsnadeln. Ich nehme so alles mit jetzt hier. Ich räuber die ganze Tanke leer. Ja, siehste mal. Ja, wenn er uns schon den Traktor klaut. Mach das doch ab hier hinter den Bäumen. Witwe, du bist so verdammt leise. Ich sag dir, was möchtest du mit den Nein, ich möchte, dass das ein großes Mauer ist. Manu. Einbrechen könntest du, was ich dir nicht empfehlen wollte. Aber das ist das Einzige, was du damit tun kannst. Ach so, okay. Ja, und dass man daraus Dietriche machen kann, das wusste ich. Ja, und mit dem Dietrich. Ich hab gedacht, man kann daraus aus Nägel machen. Nee, aber das mit Köpfen. Aber das mit dem Dietrich machen würde deine Intelligenz skillen, dass du irgendwann Muni machen kannst, wenn du die jetzt nicht schon machen kannst. Okay, aber theoretisch könnte ich, also wäre es erlaubt, wenn ich einfach nur zum Üben mein eigenes Schloss knacken würde. Du kannst dir zum Üben, kannst du dir sogar eins bauen. Vielleicht will ich da vielleicht auch noch was hinbauen, schon mal daran gedacht. Also das muss ich mal deutlich lauter machen. Ja, dann bau sie von da an, wo du denkst. Dann höre ich dich nicht. Dein eigenes Schloss. Dann machst du, wie du denkst. Ich gebe auf. Dein eigenes Schloss kannst du nicht knacken. Okay. Aber du fragst dich bestimmt gleich, wo das ist. Also es gibt. Achso, unter No-Skill, Gegenstände No-Skill, kannst du einmal die Bombenattrappe bauen und das Entschärfen von Bomben üben. Und daneben hast du dieses Lockpicking-Board. Und da kannst du dann dran üben, Schlösser zu knacken und deinen Diebstahlskill mit hochjagen. Nee, ich will das einfach nur mal verstehen, weil ich kriege das nicht hin. So. Ja, das geht halt mit diesem Lockpicking-Board, kannst du das machen, da kannst du Schlösser knacken. Okay. Man könnte aber auch mal ein Event machen, das könnte ich mal mit dem Klaus bequatschen. Kriegt er eine Kiste, kriegt er ein paar Dietriche, kriegt ihr von uns eine Palisade hingesetzt, kriegt ihr Schlösser rein und jeder von euch wie so eine Art Garage und wer es knackt, als erstes knackt, darf den Inhalt in den Boxen behalten. Die anderen haben dann Pech. Ja, ich finde, da sollte man eher einen Wettbewerb machen mit Bomben. Nee.
Wer am schnellsten die Bomben auslösen kann, dann hättest du nämlich definitiv gewonnen. Ja, ich weiß. Das machen wir mit dem Lockpicking-Board dann, mit den Schlössern. Die ist schief. Weil Bomben entschärfen, das ist ein Thema für sich. Und Bomben entschärfen ist sowieso so ein Ding und da fliegt ihr alle Nase lang in die Luft. Ja. Hörst du mich schon? Hörst du schon Takon? Nee, ich höre dich noch nicht, nee. Aber dann könnt ihr das auch üben. Jetzt hören wir dich. Mir ist noch nicht die Funktion dieses Spiels in irgendeiner Form. Mach mal bitte kurz mein Tor verständlich. Welches Spiels? Ja, dieses Schlösserknack-Spiel. Also ich weiß gar nicht, was man da machen soll. Alea? Ja, ich habe gerade die Wand zu Ende gesetzt. Wie muss man das bewegen? Das wird dir doch erklärt. Mit der Maus bewegst du den Dietrich. Ja. Der wird mit der Maus bewegt. Ja, das weiß ich, aber den muss man doch sicher in irgendeiner bestimmten Art und Weise bewegen. Ja, das entscheidet das Spiel, weil das ist random. Okay. Ja, gut. Was ich aber nicht verstehe, also nicht. Was mein Problem dabei war, du machst das und dann hast du das Fass auf und dann bricht das Ding ab, aber anstatt der nächste dann wieder genau in dieser Richtung ist, dass du quasi irgendwann mal den Punkt findest, nein, der wird dann einfach random komplett woanders hingesetzt. Ja. Sonst wäre das ja zu einfach, ne? Aber ja, gut. Es soll ja schwer sein. Aber so ist das ja nur ein Glücksspiel. Ja, genau. Ist es ja. Aber das ist ja, das wird ja, das Glücksspiel wird ja einfacher, je höher du geskillt bist. Ja, du bekommst ja länger Zeit dazu und mal ganz ehrlich, ich finde das auch okay so. Ich finde das auch sehr, sehr gut, dass wir da Punkte für abziehen. Weil, wenn du überlegst, das ist ja jetzt nicht nur ein lustiges Spiel, sondern einbrechen, Beute klauen und ich finde es auch gut, dass du mittlerweile die Schränke und die Autos abschließen kannst. So oder länger? Das finde ich auch. Nee, so ist gut. Das finde ich auch. Ich finde es gut, dass man Kisten verbuddeln kann. Ja. Da bist du ein Fan von, ne? Nee, sie kann kürzer. Die Wand kann kürzer. Ernsthaft. Ja, so, dass das in etwa eine Linie mit meinem Haus ist. Ich denke, du willst eine große Wand drumherum haben. Also habe ich dir eine große gemacht. Egal, wie man es macht, man kriegt immer Beschwerden. Wenn ich es selbst machen könnte, würde ich es ja selber machen. Es tut mir leid, wenn ich dich jetzt gerade überanstrenge. Wenn ich das aber so mache, dann ist das zu wenig. Ich kann es ja jetzt schlecht sehen. Ich fälle einen Baum. Ui. So. Uiuiuiui, was? Was ist? Meine Kisten sind... Bau dir doch Schränke. Hab ich doch schon. Na. Bau die Kisten, Schränke, in denen Kisten sind. Das Problem ist einfach nur die Ordnung. Ja, der Kai ist da ein bisschen fanatisch. Oh ja. Das kenne ich. So, das ist gut. Ja, das ist gut. Super. Das Ding ist, wenn ich 4 Blocks habe, ne? Dann bist du bei den Block 21. Dann müssen diese 4 Block 21 auch nebeneinander in der Kiste sein, okay? Ja, logisch. Wo denn sonst? Tja, wenn du dir Ronnys Kisten anguckst, dann ist das vollkommen scheißegal, wo die sind. Nein. Das stimmt, das ist auch vollkommen scheißegal. Will ich mir nicht angucken, nein. Ja, ich auch willst nicht. Willst du dir wirklich nicht angucken? Nein, ich habe sie mir ja schon oft genug angucken müssen. Ich krieg ja schon einen Ekel, wenn ich mir bei dem Sachen klaue. Selbst da ekle ich mich ja schon. Das freut mich irgendwie jetzt gerade eher, als dass es mir peinlich ist, ehrlich gesagt. Also eine gewisse Grundordnung muss einfach sein. Ja. Pups. So. So. Ich finde bei mir alles sofort. Das haben wir kein anderer, aber. So.
In irgendeinem Trecker müsste das sein. Guck mal, in dem, ach nee, in dem war das nicht, das war in dem anderen. Ja, natürlich. Das war auch, ne? Das war auch richtig, weil es war ja nicht in den Kisten sortiert. Du, das Problem ist jetzt gerade ganz einfach. Ihr habt einen. Also ihr braucht dann nicht in fünf suchen. Problematisch wird's, wenn jeder von euch dann ein Fahrzeug hat von jeder Sorte. Dann wird's problematisch. Nein, es ist herausfordernd. Ist sie so gerade? Nein, oder? Ich bin gerade in meinen Kisten, weil ich will gerade mal meine Axt wegtun. Schief ist modern. Und nein, schief ist Englisch und Englisch ist modern. Wie auch immer, auf alle Fälle schief modern. Die ist definitiv schief. Ja, soll jetzt keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Also es reicht, wenn es steht und schön ist und seinen Zweck und Sinn erfüllt. Ja, jetzt ist sie aber meilenweit neben deinem Haus. Dann gucke ich lieber gleich mal. Ich vergesse immer, dass er die Stämme nicht nimmt, wenn man sie im Menü in die Hände nimmt. Nee, da sollte auch gar keine Wand hin. Boah, Alter, schrei nicht so. Welche Irre. Wo willst du die denn hinhaben? Ich hab dich eben gefragt. Ja, ich hab gesagt, bis da, wo du warst, und da war gut. Ich hab ja nicht gesagt, du sollst noch mehr bauen. Ja, du hast gesagt, du willst eine Wand, eine große Wand drum haben. Ja, aber erstmal nur bis da. Ich will eine große Wand haben, die uns alle einschließt. Das meinte ich eigentlich. Ist auch logisch, Alea. Nee, das ist nicht logisch. Oh. Dann hätte ich doch hinter meinem anfangen müssen. Das ist... Ja, ich wollte es jetzt auch nicht zu groß machen. Wie ich es mache, ist immer verkehrt. Merkst du es? Mhm. Okay, also es gibt ein großes Defizit in diesem Spiel. Da sich Munition nicht in der Kiste zusammenführen können. Ja, das stimmt. Ja, das musst du in... Ach, ich hab's schon wieder verkehrt gemacht. Aber weißt du, was du gut machen kannst? Wenn du die Munition aus der Kiste doppelt anklickst, dann geht die ja in deinen Rucksack und stapelt sich da automatisch mit der Muni, die du im Rucksack hast. Okay. Das heißt, sie stackt sich auch automatisch? Ja. Das heißt stapeln auf Englisch, ja. No front. Of course not. Sollte jetzt kein Diss sein. Ne? Kein Discord? Dann wäre es ja auf jeden Fall nicht dabei. Da würde es auf jeden Fall nicht kommen hören. Ah. Das ist schwindelig. Ah. So sollte es auch sein. Ich bin ja nicht dumm, ich kann nur andersrum. Echt? Ich kann nur links rum und rechts rum und dann drehe ich ihn noch einmal um. Oh Mann. Tja. Warum tue ich mir das? Warum tue ich mir das eigentlich an? Ich weiß nicht, warum du das antust, weil ich noch immer zu Fuß laufe und du deinen Traktor noch, unseren Traktor wohlgemerkt, noch immer nicht hier zum Bäume transportieren bereitgestellt hast. Ja, ich musste doch erstmal leerräubern. Darf ich nicht meine ganzen Waffen, die ich hier gelootet habe, rausnehmen? Doch, natürlich. Was bringt dir denn voller Traktor? Davon habe ich auch nichts. Natürlich darfst du ihn leer kramen. Treib mir den Tick aus, dass ich die Sachen vorher ordnen muss, bevor ich sie wegtue, dann kriegst du ihn wieder. Den kriege ich den nicht ausgetrieben. Da kann ich dir nur empfehlen, zu heiraten. Und Kinder in die Welt zu setzen. Man könnte auch drei Kisten bauen, die Kisten mit den jeweiligen Namen versehen. Und jeder, der lootet, packt das einfach in seine Kiste, räumt die Kiste nachher raus und zieht die sich bis in seine Base und räumt die dann da in seine eigenen Kisten wieder rein. Nein. Doch, das geht. Gehen tut das schon, ja. Da hat der Klaus jetzt nicht gerade unbedingt Unrecht.
formuliere es mal so. Das ich würde schon sagen, egal, ohne Ordnung mache ich hier gar nichts, Alter. Das ist schon fast innovativ, was er da gesagt hat. Mhm. Ja. Und trotzdem muss die Scheiße erst geordnet werden. Ja gut, aber wenn du doch deine eigenen Sachen... Nein, ich kann sonst nicht schlafen. Ja, da darf ich Ende reden? Vielleicht kannst du dann besser schlafen. Okay, ich höre. Wenn ihr zusammen unterwegs seid und jeder hat eine Kiste, dann kannst du doch in deiner Kiste, in dem Trecker, deine Ordnung haben. Dann hast du deine Ordnung und nimmst deine Kiste mit in deine Base und packst die Ordnung in deine Ordnungsschränke. Wo ist denn das Problem? Das war ein geiler Satz, finde ich, an dieser Stelle, muss man einfach mal so sagen. Mir hat das Wort Ordnung zweimal noch gefehlt. Ja, fand ich jetzt so auch ein bisschen, aber ich fand, das war schon, ne, also das Ordnung. Kann man jetzt, der war völlig in Ordnung. Ja. Der war völlig in Ordnung, der Satz. Ja, in der Ordnung halber ist das in Ordnung, oder? Was? Okay, in Ordnung. Also du hattest ganz viel Ordnung gemeint. Du kannst dich nicht beschweren. Nee, 100. Also deine Ordnung nee, alles gut, alles gut. Willst du wirst hervorragend schlafen, Benina. Oh ja. Und ich finde das völlig in Ordnung, dass die Ordnung ordnungshalber in Ordnung kommt. Ja, okay, genau. langsam wird es wirklich zu wild. Lassen wir das. Ja. Aber du hast Ordnung in der Ordnung. Also ich finde das völlig in Ordnung, wenn sie so denkt. Das finde ich sehr ordentlich. Ordentlich. Ja, wo ist das Licht? Wo ist das Licht? Ordentlich. Wo ist das ordentlich? Ist eigentlich in dem Haus irgendwas drin, Alea? Ich sehe dich da gerade drin. Ja. Okay. Ganz viel Loot, den du nicht kriegst. Ha. Die Mädels waren ja fleißig beim letzten Mal. Mhm. Ja, ich bin auch gerade fleißig. Außer die eine Wand zum See ist bei Alea ja alles fertig. Die kann ihr Auto da reinstellen, was sie später dann haben wird. Die Wand zum See? Welche Wand zum See? Auf der anderen Seite fehlt dir noch? Aber kann ich Autos auch so, kann man auch Autos so finden irgendwo? Auf unserem Server nicht, nein. Nein. Bei uns auf dem Server musst du was dafür tun. Harte Ware. Ja, wenn ich rumlaufe und mich umgucke, da habe ich ja wohl was dafür getan. Ja, dann guck dich doch um, wenn das was dafür getan ist. Du kannst ja ganz viel gucken. Nur auf dem Server kriegst du durch Gucken kein Auto. Nee, du kannst ja ganz viele Zombies killen. Entschuldigung. Ja, die Autos, die ihr bekommst, sind vollgetankt. Wir haben eine volle Batterie und sind hundertprozentig in Ordnung. Okay. Genau wie der Trecker. Der ist ja auch zu 100% gewesen. Der war zu 100% in Ordnung. Ja, Entschuldigung, ja. Bei Übergabe. Bitte, ja. Was? Was soll das jetzt heißen? Kai, muss ich irgendetwas wissen? Ich habe nichts kaputt gemacht. Kai. Alea, du bist unsere Crash-Fahrerin. Ja, eigentlich darfst du jetzt gar nichts sagen. Das stimmt wohl. Sie hat mein Auto letzte Mal ohne eine Macke, ohne noch nicht mal 0,00001% Verlust gefahren. Ja, vielleicht kann sie mit dem Auto besser umgehen. Das will man ja nicht ausschließen. Das letzte Mal, als ich einen Crash gebaut habe, hat es mal mir richtig rumgebackt. Das war ein Bug, ja. Also ich fand auch den Vorschlag, mit dem Trecker da so mal ein bisschen querfeld einzufahren, ne? Den fand ich hervorragend von dir, Alea. Ich hab gesagt, nicht da, wo die Bäume sind. Da kann ich ja nichts für. Ne, das hast du so nicht gesagt. Nee, ganz. Du hast gesagt, da sind keine Bäume, da können wir querfeld einfahren und dann kamen auf einmal Bäume. Und dann hab ich gesagt, ja, dann lass gucken, ob da... woanders keine Bäume sind. Ich habe nicht gesagt, fahrt weiter da lang. Das stimmt, ich bin ja nicht gefahren. Ach so, jetzt sind wir dann wieder bei mir, ne? Kurze Frage. Ja. Was kann man denn bei in dem Shop alles kaufen? Dann guck doch nach. Kannst du alles kaufen. Steht auch in den Händlerpreisen drin. Okay. Alles heißt auch Munition. Ja, kannst du auch kaufen. Ja. Aber ich müsste halt Geld von den Zombies sammeln. Genau. Ja. Oder dich dann mit demjenigen, entweder mit dem Klaus oder mit mir, einigen. Und du bringst die Materialien und man bastelt zu dir. Und einigt sich dann für den Macherlohn. Das geht auch. Dann bist du allerdings ein echter Macher, wenn du das so machst. Ah.
Du kannst die Materialien für die Patronen, also für die Munition, ja, einsammeln. Wenn dein Skill noch nicht hoch genug ist, um die selber herzustellen. Du kannst übrigens auch ohne vernünftigen Skill 9mm Patronen und Schrotmunition selber herstellen. Das weiß ich. Nicht, aber ist ja nicht. Ich brauche eher ohne, so als Wallmunition. Nicht ohne Grund hast du ja eine Schrotflinte gekriegt. Ja. Da war ja ein Hintergedanke mit bei. Ja, das glaube ich dir. Dann könntest du ja die Schrotmunition selber machen. Ich bräuchte AS-Wallmunition. Die ist teuer. Ja? Die ist teuer. Die ist gerade im Preis gestiegen. Ja. Die ist genau. Gerade jetzt. Genau als du gerade gefragt hast, ist sie leider um 5.000 Euro teurer geworden. Ja, es tut mir leid, aber das ist halt Nachfrage und Angebot. Ne? Die berühmte Marktregel. Ja, du hast gerade deine Nachfrage geäußert und aufgrund dessen, Preis hoch. Guck dich auf den, oben im Chat im Discord, guck dir die Handelspreise an, da stehen die Konditionen für die Muni drauf. Gibt's bei euch irgendwie sowas wie ein Black Friday oder so? Hier wird nicht. Da muss ich sogar beim Gehen noch lachen. Oh, fertig. Oder du hast irgendwas richtig Gutes anzubieten. Oh wei, jetzt kommt es. Ich habe... Jetzt kommt es. Ein Jagdziel-Fernrohr. Also eine Kugel könnte ich dir dafür mal geben. Voll überzeugend, sage ich dazu nur. Nein, was wäre denn sowas, was so cooles für euch wäre? Also ich wette, die hat noch nie so ein hammerhartes Angebot gekriegt wie dieses. Ehrlich. Ich hab K-Munition. K-68 Munition. Ach, ich nehme 68, bitte nicht. Ich nehme die 98, aber die brauche ich nicht. Ja, 98. Machst du noch ein kleines Stückchen Wand hier links dran? Ich kann dann so ein bisschen einigen. Ich habe M1 Munition ganz viel. Die ist teuer. Auch nicht meine Baustelle. Scheiße. Hast du einen M1 Laderahmen? Nein. Na, dann sind wir aus dem Geschäft. Okay. Ein M1 Laderahmen. M82 ist die ganz, ganz teure für die dicke Sniper, ne? Ja. Also ich hätte 4 Blocks anzubieten. Ich auch. Zwei Desert Eagles, einmal in 50 und einmal in 375. Ja, welche Farbe willst du? Ja, Gold, wäre nice. Dann habe ich 2 AK-74 engraved. Ja, die haben wir auch. Ein AKM. Eine AS-Wall und eine M4. Eine AKM hast du? Mhm. Die fehlt mir noch in meiner Sammlung. Ja, das wusste ich. Zufällig. Deswegen habe ich die mitgenommen. Und die hat sogar 97%. Und die hat rotes Holz. Zedernholz. Und wie viel Päckchen AS-Wall willst du denn dafür haben? Also mit... Also 2 Päckchen fände ich schon cool. Ich gebe dir 5. Okay, dann habe ich alle meine Magazine. Hä? Das geht doch normalerweise andersrum. Nein, das geht genauso. Das geht normalerweise andersrum. Normalerweise sagt der eine, ja, ich hätte gerne 3. Und dann sagt der andere, nein, ich hätte gerne 6. Und dann sagt der andere, nee, ich gebe dir 4. Und ne? Also man nähert sich doch in die andere Richtung. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ach, nein. Das mache ich dann beim nächsten Mal, wenn du was von mir möchtest. Ja, das kann ich mir schon Frage. Denken. Oh, ich habe Durst. Kurze Frage. Wie sieht das denn hier aus? Wenn ich jetzt eine Tech 9 habe, kann man da ein Visier draufpacken? Nein, da auf diese Waffe nicht. Oh, ärgerlich. Es gibt ein Visier für die 357 und für die Kaliber 50. Ja. Ja, das so. Für die Kaliber 50 habe ich eins. Wo machen wir denn den Deal? Du, mir ist das egal. Ich hab's bisher. Dann komm zu uns in der Base. Ja, ich muss. Ich glaube, ich muss den erstmal kurz den Traktorschlüssel bereichen. Achso. Dann komm ich. Wir können doch eben da runterfahren. Ah, nee. Ja, stimmt. Ja, nee, die brauchen den Traktor, wir kommen dann zu dir. Ja, sind ganz gut.
Ach nee, ich muss dir die Tonne aufmachen. Und ich muss mich nackig machen. Bitte? Damit ich... Ich glaube, ja, das hast du mit dem Deal, ja, hast du jetzt irgendwie was falsch verstanden, glaube ich. Das war gar nicht gefragt. Komm einfach nicht bei mir rein, okay? Ja, ist okay. Ich bin nackt. Ich muss meine Hose trocknen. Das hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Ist okay. Ist das schon soweit gewesen? Okay, der Rucksack ist definitiv noch nicht trocken. Bei Vitamin D steht hier überall 0, aber irgendwas muss es doch geben, was Vitamin D hat. Ja. Pilze. Nur die Pilze? Und rate mal, wer gerade den Pilze holen war. Ja, du. Ich habe hier den Pilz-Sonderverkauf. Da. Nee, ich kaufe die nicht, ich sammle die. Das ist dann wärst du doch tierisch enttäuscht von mir jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, ja klar, gib mir die Pilze, ich kaufe die. Ja, weil bei dir machen wir das dann richtig rum. Du hast mir ja gerade netterweise erklärt, wie man das richtig rum macht. Ah, Fisch hat Vitamin D. Ah. Und bei dir mache ich das dann richtig. Sehr schön, ich habe Vitamin D gefunden. Da lenkt einer gerade vom Thema ab, aber merkt keiner, ne? Doch, doch, nee, ich wollte nur nicht drauf eingehen. Wenn ich angezogen neben dem Feuer stehe? Ja, ja, das geht auch. Ja, warum habe ich mich denn ausgezogen dann? Weil das schneller geht. keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die auf Spectator gerade sind. Dann würde ich sagen, ich vermute was. Boah, der Rucksack ist verdammt lange. Ja, und Klaus muss es ja wissen, weil der würde wahrscheinlich seiner Frau dann jetzt hier ordentlich auf die Finger schlagen, wenn sie das machen würde. Wenn ich was mache? Ja, hier spannen bei Hemsen. Aha. Warum haut er mir dann auf die Finger? Bin ich, weil ich verheiratet bin, jetzt blind geworden oder was? Nein, um Gottes Willen. Klar, das ist mir auch noch nicht aufgefallen. So, wie weit seid ihr denn hier? Ich hab noch was zu erledigen. Ja. Oh, hier ist ja noch mehr Zeug. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich krieg den Trecker niemals. Nee, du kannst den Trecker jetzt holen, komm. Ich mach gerade alles in meinen Rucksack. Und du darfst den Trecker gerne nehmen. Und alles, was da drin ist, kannst du gerne verballern. An dein Häuschen. Da ist ordentlich Zeug drin. Also deine Nägel hast du, oder deine Nägel und Bolzen hast du definitiv wieder raus, versprochen. Okay, alles klar. Gut, und mit diesen wunderschönen Nachrichten ende ich jetzt hier die Folge und ja, hoffe, ich sehe euch dann morgen nochmal. Bis dann. Tschüss. Tschö. Ach so, ja. Tschö. Ja. Ciao.